Hallo, ich bin Mutas von Solidarität TV. Ich bin gerade in Essen-Werden bei Pinks Open Air, bei einer Diskussionrunde von Jugendausschuss. Und jetzt hier bin ich dabei mit Fatima. Fatima, kannst du uns erklären, was wir gerade machen, worüber wir diskutieren? Genau, also wir sind im Namen des Jugendausschusses heute beim Open Air Pinks Festival in Werden und haben einen Stand aufgemacht und es geht darum, sich einmal auszutauschen, Meinungen zu erfahren und vielleicht daraus resultieren, Projekte umzusetzen. Und wir haben ein paar Leute hier, die vielleicht eine Meinung hätten. Wir haben ein paar Themen vorbereitet und sind natürlich offen für neue Themen. Noch, und zwar, welche Themen interessieren euch denn jetzt mal unabhängig vom Azubi-Ticket? Was beschäftigt euch? Genau, was beschäftigt euch in eurem Leben? So. Was mich beschäftigt, ist so die Umwelt eigentlich. Auch die Umwelt? Ja, dass mich zum Beispiel das aufregt, dass es überall so viel Plastik gibt. In Supermärkten, dass alles in Plastik verpackt ist. Ich finde so Papier oder halt andere Alternativen fände ich halt besser. Zum Beispiel, wenn man Obst kauft, dass es sofort in Plastiktüten kommt. Oder Aubergine. Genau sowas, genau, wenn man Aubergine kauft. Dass es halt einfach umweltfreundlicher verpackt werden sollte. Und generell auch finde ich, dass die Mülltonnen, sage ich jetzt mal, in der Stadt, die es da sind, dass es nicht einfach so Mülltonnen sein sollen, wo man alles reintut, sondern dass die vielleicht so das so trennen sollten und da vielleicht auf die eine Seite so Restmüll und auf die andere Seite Plastik oder was auch immer, dass man das halt besser noch organisieren könnte, dass man das halt ein bisschen umweltfreundlicher noch so nutzt und generell halt auch so, dass man sich dafür mehr einsetzt noch, dass nicht überall der Müll rumfliegt oder wie gesagt halt das. Was euch anfällt, so was euch im Herz so liegt. Ich finde das Thema Ausländerfeindlichkeit eigentlich noch so relativ interessant, aber dazu gibt es ja so viele verschiedene Meinungen. Da ja, ich finde halt jetzt zum Beispiel, viele sagen ja jetzt so, sag ich mal, Frauen, die jetzt mit Kopftüchern rumlaufen oder so, sollen weg oder so. Aber da, ich meine, jeder kann doch rumlaufen, wie er will. Hier laufen auch ein paar Leute im Bikini oder so rum. So, oder Leute, die laufen hier halt nackt rum. Das ist so, jeder kann sich da anziehen, wie der will. Ein Thema noch, einfach allgemein, dass dieses, ich meine, man bekommt ja mit, dass diese ganze Welt deutlich internationaler wird, auch durch die Globalisierung, dass ja dass die Ländergrenzen so mehr oder weniger durch alles ja mehr verschwimmen und dass es auf jeden Fall wichtig wird, dass die Welt im Prinzip eins wird und dass man Personen nicht aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder sonstigem verurteilt, sondern wirklich den als Mensch sieht und die Qualitäten dieses Menschen erkennt. Und ich finde, da ist besonders eine frühe Aufklärung wichtig, also dass man auch hingeht, vielleicht sogar ganz drastische Maßnahmen zieht, zum Beispiel wenn man Kinder hat, die aus Familien kommen, die zum Beispiel für starken Antisemitismus bekannt sind, also wo das dann schon klar ist und wo es dann auch häufiger schon mal Probleme gab, dass man hingeht und sagt, okay, wir haben das Jugendamt ergreift irgendwelche Initiativen, dass man sagt, wir bringen diese Kinder bewusst mit Kindern aus anderen Ländern zusammen, um zu zeigen, ihr seid alle Kinder, dass die dann so zusammenwachsen, dass man so möglicherweise das schafft, so Stück für Stück die Nationen zusammenzubringen, weil es ist heutzutage kann man nicht mehr sagen, Deutschland ist für die Deutschen und England ist für die Engländer und was weiß ich, China ist für die Chinesen. Mittlerweile ist es ja alles sehr international und das ist ja auch zum Glück so. So hat ja jeder die Möglichkeit, da etwas sich frei auch zu entfalten. Und nur weil du in einem gewissen Land geboren bist, heißt es ja nicht, dass du unbedingt schlechter Mensch sowieso nicht, aber dass du auch, dass das dein Leben vorgibt. Also, dass du unbedingt da bleiben musst und dass das ja, die Türen stehen dir ja eigentlich offen und ich finde, das sollte nicht durch Religion oder durch die Herkunft irgendwie beeinträchtigt werden. Jetzt habe ich ja Antisemitismus gefunden. Warum gerade Antisemitismus? Meinst du, das ist nicht stark beleuchtet genug in Deutschland, das Thema? Wir müssen nur mal ein paar Wochen zurück nach Berlin gucken, was da passiert ist mit dem Mann, der eine Kippa getragen hat und angegriffen wurde, ich weiß gar nicht von wem. Und allein da müssen wir gegen vorgehen oder anders was gegen machen, dass es gar nicht geht. Das sind Zustände wie vor 60, 70 Jahren und nee, genau, das geht gar nicht. Genauso wie der Rechtsdruck in unserem Land oder auch die Homophobie, auch wenn wir mittlerweile die Ehe für alle haben, aber man muss nur mal alleine recht offen schwul, dass man es erkennt, rumlaufen und du wirst total blöd angemacht. Warum so gespalten? Sag ich spalten. Kannst du so das genau bitte erklären? Du sagst, also Politik in Deutschland ist gespalten. Also warum genau ist gespalten?
weil viele Menschen noch nicht damit klarkommen, dass wir Zuwanderung haben und ein weltoffenes Volk sind an sich. Nur wenn du halt, das ist jetzt sehr klischeehaft gesprochen, aber wenn du in den Osten gehst, merkst du das nicht. Und das ist halt wirklich noch ein Riesenproblem. Und unsere Regierung geht noch nicht wirklich auf Kampf gegen rechts ein. Ich meine, wir haben die CSU mit dem Seehofer noch in der Regierung drin und Aussagen, die der tätigt, sind auch nicht gerade berauschend. Wir gemeinsam sind stärker als du oder ich. Solidarität TV.